So, hallo allerseits. Wir schließen jetzt endlich das ganz lange Thema Max Flow ab, bleiben aber dann bei Flüssen. Das ist jetzt der endgültig letzte Algorithmus, den wir betrachten. Den haben wir schon im Wesentlichen das letzte Mal betrachtet. Ich sehe, das passt, das ist ein bisschen zu lang geraten hier. Da habe ich wieder nicht damit gerechnet, dass die Bildschirmgröße eine andere Größe ist als die Größe. Also Sie sehen hier, wie ein Informatikprofessor mit solchen Themen umgeht. Okay, wie ich damit umgehe, genauer gesagt. Und mir scheint, sollen wir es ein bisschen runtersetzen? Wir brauchen, glaube ich, gar nicht diese große Darstellung hier, nicht? Wir können auch ruhig ein bisschen verkleinern. So. Haben wir es jetzt. Das reicht auch zur Größe, oder? Das können Sie lesen. Gut. Ich hatte es beim letzten Mal schon im Prinzip gesagt. Preflow-Push-Algorithmus kennen wir. Sie erinnern sich. Beim Preflow-Push generell weichen wir ab von der Logik aller anderen Algorithmen vorneweg, nämlich die Logik, dass wir immer einen zulässigen Fluss haben und den nach und nach den Flusswert vergrößern, solange bis der Flusswert optimal ist. Hier beim Preflow-Push sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben nicht mehr die Bedingung, dass der Fluss zulässig ist, sondern wir erlauben in eine Richtung Verletzungen der Flusserhaltungsbedingungen. Kapazitätsbedingungen bleiben weiterhin erhalten als Invariante. Flusserhaltung in einer Richtung verletzt, nämlich es darf in einen Zwischenknoten, der nicht S oder T ist, mehr Fluss reinfließen als rausfließt. So, und Sie erinnern sich dunkel, dass wir eine Schleife haben, wo in jeder Iteration Fluss über eine Kante von einem Knoten mit Überschuss zu einem anderen Knoten geschickt wird, dessen Überschuss sich damit erhöht. Beim Ursprungsknoten vermindert sich der Überschuss und auf der residualen Kante dazwischen verringert sich dementsprechend die residuale Kapazität. Jetzt, beziehungsweise nochmal einen Schritt zurück, das ist eine Möglichkeit, wie eine Iteration aussehen kann. Die andere Iteration ist die, Sie erinnern sich, wir haben Valid Distance Labels, die wir so als Höhen interpretiert haben für die einzelnen Knoten. Und wir erlauben nur Fluss zu schicken von einem höheren Knoten zu einem um 1 niedrigeren Knoten nach diesen Valid Distance Labels als Höhe. Und wann immer wir in die Situation kommen, dass wir Überschuss von einem Knoten nicht weiterschicken können, weil diese Bedingung, mit der Höhe verletzt ist, weil es keine Kante gibt, auf der wir Fluss abwärts schicken können, erhöhen wir konservativ das Label dieses Knotens so lange, bis wir wieder Kanten haben, von denen wir aus abwärts Fluss schicken können. So, das ist das Grundprinzip und wir haben beim letzten Mal schon diesen Algorithmus hier, diese Variation dieses Algorithmus betrachtet, nämlich eine Spezialisierung des generischen, des allgemeinen Algorithmus. Wir haben einen Wert Delta, das ist wenn Sie so wollen, eine globale Variable. Ein skalarer, reeller Wert, die ist immer größer gleich dem größten Überschuss EF von irgendeinem Knoten, aber nicht zu weit weg. Ja? Man wird typischerweise bei Implementation Zweierpotenzen für die Werte von Delta nehmen, also die nächsthöhere Zweierpotenz über dem höchsten Überschuss. Damit fangen wir an. Und wir schicken nur Fluss weiter, Überschuss von Knoten, die großen Überschuss haben. Und als groß definieren wir, dass an diesem Knoten der Überschuss, was mehr rein als fließt als rausfließt, dass der mindestens Delta halbe sein muss, um die restlichen Überschüsse, die kleiner als Delta halbe sein müssen, sollen, kümmern wir uns nicht weiter. Wir haben noch eine gewisse Variation drin, die wird dann für die Komplexität, für asymptotische Komplexität wichtig sein. Die
nämlich, dass wir einen Knoten wählen von allen, die großen Überschuss haben, der einen kleinsten D-Label hat, der also nach unserer Intuition, nicht wirklich in Realität, aber so nach unserer Intuition, was die D-Labels bedeuten, nämlich in gewisser Weise den Abstand ungefähr von einem Knoten nach T zu beschreiben. Nach dieser Intuition suchen wir uns also immer einen Knoten aus, der einen kleinen D-Label hat, also der also tendenziell nah beim Zielknoten T ist. So, jetzt können wir natürlich in die Situation kommen, dass wir gar keine Knoten haben mit großem Überschuss, also mit Delta halbe, mit mehr größer gleich Delta halbe. In dem Fall setzen wir das Delta halbierendes und dann können wir uns ja sicher sein, dass das Delta tatsächlich immer größer ist als der größte Überschuss, weil wir jetzt gerade auf den Wert gesetzt haben, der nicht mehr überschritten wird durch irgendeinen Überschuss. Falls wir damit immer noch keinen großen Überschuss mit dem halbierten Delta kriegen, also kein Knoten da ist, dessen Überschuss mehr als die Hälfte vom neuen Delta ist, halbieren wir halt wieder das Delta. Ganzzahlige Division, so lange, bis wir einen aktiven Knoten haben mit großem Überschuss. Die Schleife endet natürlich, wenn es überhaupt keinen aktiven Knoten mehr gibt. Das ist beim generischen Algorithmus die Abbruchbedingung, hier auch. Und solange die Schleife läuft, gibt es also logischerweise aktive Knoten und irgendwann haben wir das Delta so weit reduziert, dass wir mindestens einen aktiven Knoten haben mit großem Überschuss. So, was sind die Invarianten? Es ist eine Spezialisierung des Algorithmus. Also es gibt noch eine dritte Art von Schritt, wenn man so will. Push, Fluss schicken, Relabel, also Knotendistanzen erhöhen oder eben das Delta vermindern. Diese drei Schritte. So, das heißt also, dass in diesem Sinne eine Spezialisierung ist, sollen die Invarianten vom generischen Preflow-Push-Algorithmus übernommen werden, also dass es immer ein Preflow ist, der die Kapazitäten einhält, Valid Distance Labeling bezüglich dem aktuellen Preflows. Aber es kommt eben noch diese Bedingung hinzu, dass die Überschüsse immer kleiner gleich Delta sein müssen. Ja, Delta hat einen Wert, der niemals durch irgendeinen Überschuss, der momentan irgendwo an irgendeinem Knoten ist, überschritten wird. So, die Variante, wir haben beim generischen Preflow-Push-Algorithmus hatten wir eine Variante formuliert, auf die ich nicht jetzt näher wieder eingehen will. Das können Sie nachschlagen, wenn Sie wollen. Ist jetzt für den weiteren Verlauf nicht wesentlich, sondern das, was ich eben gesagt habe, es gibt noch eine dritte Art von Schritten, nämlich Push und Relabel, nämlich, dass der Delta-Wert sich ändert, dass der zu Delta halbe geht. Ja? Das, was bei einem Push-Schritt passieren kann, hier in der Variante des generischen Preflow-Push-Algorithmus, kann natürlich auch hier passieren. Das, was bei einem Relabel passieren kann, kann natürlich auch hier passieren. Und das, was jetzt bei diesem dritten Schritt passieren kann, ist hier explizit formuliert. So, vielleicht zwei Bemerkungen. Ich habe das jetzt hier so formuliert, dass die Reduktion um Delta eine eigene Art von Schritt ist, neben einem Push-Schritt und einem Relabel-Schritt, also eine eigene Art von Iteration. Häufig finden Sie das in der Literatur anders, nämlich, dass Sie diese Variante des Preflow-Push-Algorithmus sehen als zwei ineinander geschachtelte Schleifen. In der äußeren Schleife wird das Delta konstant gehalten und wenn die äußere Schleife zu Ende ist, wird das Delta halbiert und in der inneren Schleife wird mit diesem festgehaltenen Delta hantiert. Das ist im Grunde dasselbe,
nur, dass ich diese ineinander geschachtelten Schleifen in eine Schleife platt gemacht habe. Gut, also und so einen Durchlauf durch die äußere Schleife nennt man dann eine Scaling-Phase. Gut, ein paar Bemerkungen zu diesem Punkt 3 des Algorithmus, des abstrakten Algorithmus. Da muss ich, glaube ich, nochmal zu dem abstrakten... Achso, zu Punkt 3 ist hier. Alle aktiven Knoten mit großem Überschuss wählen wir ein mit minimalem D-Label. So. Was wir hier machen, um eine vernünftige asymptotische Komplexität hinzukriegen, ist, dass wir die aktiven Knoten in einer besonderen Art und Weise speichern. Wir haben im generischen Preflow-Push-Algorithmus gesehen, dass die aktiven Knoten einfach in da, wo wir nicht festgelegt haben, keine Auswahlstrategie festgelegt haben, wie der nächste aktive Knoten aus dem Pool aller momentan aktiven Knoten zu wählen ist, haben wir einfach gesagt, okay, das ist eine beliebig strukturierte Menge von Knoten, in der alle aktiven Knoten gespeichert sind. Und das könnte zum Beispiel realisiert sein als eine Linked List. Wir hatten eine Variante FIFO Preflow Push schon beim letzten Mal gesehen, bei der wir ganz konkret eine FIFO Queue verwendet haben. Hier verwenden wir auch wieder eine Datenstruktur, um die aktiven Knoten so zu verwalten, dass wir tatsächlich das Richtige hinbekommen. So, wie machen wir das? Wir speichern immer nur die Knoten mit großem Überschuss. Ja, also in dem Moment, wenn wir das Delta halbieren, müssen wir also diese Datenstruktur wieder initialisieren und am Anfang vor der ersten Phase natürlich auch. Was ist das? Das ist ein Array und jede Komponente dieses Arrays ist eine Menge von Knoten. Was ist das für eine Menge von Knoten? Die in einer Komponente sind, an einem Index, K nenne ich den. Das ist ganz einfach. Das sind die aktiven Knoten mit großem Überschuss, nur diese haben wir in dieser Datenstruktur drin. Diejenigen, deren Distanzwert gerade K ist. So, hier steht es nochmal, was ich eben gesagt habe. Am Anfang und nach jeder Halbierung von Delta müssen wir diesen Array neu berechnen und zwischendurch wird er immer nur upgedatet. So, was wir hier jetzt nutzen, ist, dass wir wenn wir immer den geringsten D-Wert hernehmen, das so eine ähnliche Sache hatten wir am Anfang des Semesters schon mal mit, vielleicht erinnern Sie sich, mit der Dial-Implementation der Priority Queue bei Algorithmen wie etwa dem von Dijkstra, nämlich, dass wir in diesem Array immer einen aktuellen Index verwalten und zwar so, dass dieser Array-Index darin ist immer der kleinste Array-Index gespeichert, wo an diesem Index eine nicht leere Knotenmenge ist. Es ist eigentlich von der Implementation her ist es genau dasselbe wie bei der Dial-Implementation, wo wir auch Knoten des Graphen gespeichert hatten, nach ihren Distanzwerten, die momentan für jeden dieser Knoten gespeichert ist, die momentan aktuell waren für jeden Knoten. So, wie der steht also auf dem kleinsten Index, hier ein bisschen freier noch formuliert, nicht größer als als alle Indizes von nicht leeren Mengen. Ja, also es kann auch schon mal, wir können ihn einfach stehen lassen auf einer leeren Menge, die wir leer gemacht haben und dann, wenn es in der nächsten Iteration, gehen wir halt so lange vorwärts, bis der nächste nicht leere Knoten da ist. Nicht leere Knotenmenge, Entschuldigung. So, dann stehen wir also auf einer nicht leeren Knotenmenge mit diesem Array-Index und wählen einen Knoten. Oder
wir haben einen Knoten gewählt, den haben wir verarbeitet, und wenn diese Knotenmenge jetzt leer ist, gehen wir einfach so lange weiter, bis sie wieder nicht leer ist. Jetzt kann ein Push oder ein Relabel passieren, nicht? Wenn eine Delta-Halbierung passiert, dann wird sowieso alles wieder neu berechnet. Das ist jetzt also nicht in Betrachtung. Alles andere, was zwischen zwei Neuberechnungen dieser Datenstruktur passieren kann, sind Push- und Relabel-Schritte. Jetzt kann es natürlich passieren, dass wir dadurch, durch einen Relabel-Schritt, kann jeder Label, jeder Distanzwert nur erhöht werden. Das heißt, es bleibt diese Invariante erhalten, dass alle Knoten an Indizes stehen, die von diesem Current Array Index weg nach rechts, also nach größer gehen. Ja? Wenn das vorher war, ein Knoten hat Distanzwert D entweder gleich dem Current Array Index oder größer, und jetzt wird relabeln, erhöht immer nur die Labelwerte. Das heißt, das bleibt weiterhin erhalten, dass dieser Distanzwert dann echt größer ist als der Current Array Index. Ja? Also durch Push-Schritte kriegen wir keine Probleme rein. Durch Relabel-Schritte kriegen wir keine Probleme rein. Durch einen Push-Schritt kriegen wir potenziell ein Problem hinein, nämlich, dass wir plötzlich jetzt Large Excess, großen Überschuss bekommen am Zielknoten. Der Zielknoten hat einen um 1 geringeren Distanzwert. Aber das ist kein Problem. In dem Fall müssten wir einfach den Current Array Index um 1 reduzieren, denn genau an dem Index davor steht der Zielknoten, der jetzt plötzlich in die Datenstruktur einzufügen wäre. Das heißt, genau 1 vor dem aktuellen Array Index, genau 1 niedriger, muss dieser Knoten eingefügt werden, und der Current Array Index wird dorthin gesetzt. Was eben auch bedeutet, wir haben jetzt nicht mehr ganz die schöne Logik wie bei der Dial-Implementation, dass der Array Index wirklich nur einmal von links nach rechts, von klein nach groß durchgeht, sondern es gibt auch Rückwärtsschritte, aber diese Rückwärtsschritte sind unter Kontrolle. Sie sind erstens unter Kontrolle in dem Sinne, dass es immer nur 1 rückwärts geht, und sie sind zweitens unter der Kontrolle, dass es nur Push-Schritte sind. Bei jedem Push-Schritt geht es um 1 rückwärts, kann es um 1 rückwärts gehen, muss nicht, aber kann. Und das heißt also, die Anzahl der Rückwärtsschritte ist nicht größer als die Anzahl der Push-Schritte. Und wenn wir die Anzahl der Push-Schritte unter Kontrolle haben, die haben wir bis jetzt immer unter Kontrolle gekriegt, warum jetzt nicht hier auch? Wenn wir die Anzahl der Push-Schritte unter Kontrolle haben, dann haben wir auch die Anzahl der Rückwärtsschritte unter Kontrolle und damit natürlich auch die Anzahl der Vorwärtsschritte, die dieser Array-Index geht. Denn dieser Array-Index, wie viele Vorwärtsschritte gibt es von diesem Array-Index, wenn man immer nur um 1 rückwärts gehen kann und ansonsten immer nur vorwärts gehen kann? Naja, einmal die Array-Größe plus die Anzahl der Rückwärtsschritte. Und wenn wir die Anzahl der Rückwärtsschritte abschätzen können, haben wir damit automatisch auch die Anzahl der Vorwärtsschritte abgeschätzt, nämlich Anzahl der Rückwärtsschritte plus eben einmal durch das Array. So, dann kommen wir zur asymptotischen Komplexität und sind dann damit mit diesem Algorithmus auch schon wieder durch, denn Bemerkung, so gibt's nicht. Sieht jetzt wieder alles kompliziert aus, ist aber, denke ich, gut verstehbar. So, hier ist erstmal die Aussage, das ist die asymptotische Komplexität. Sieht erstmal kompliziert aus, was soll das? Oder ja, wie kommt das zustande? Dieses N mal M sollte Ihnen aus den beiden letzten Vorlesungen bekannt vorkommen. Bei Preflow-Push tauchte das immer wieder auf. Das ist die Anzahl der saturierenden Push-Schritte, sollte ich genauer sprachlich formulieren. Das heißt, derjenigen Push-Schritte, bei denen die residuale Kapazität der Kante bis zum Anschlag ausgenutzt wurde. Die Anzahl der Relabel-Schritte ist sogar n² nur. Das ist in n mal m drin.
braucht auch nicht weiter betrachtet zu werden. Die Anzahl der nicht saturierenden Push-Schritte müssen wir uns angucken. Und dann war da noch eine Buchhaltungsgeschichte drin. Können Sie nochmal nachschlagen, dass wir ja bei jedem Knoten einen Pointer auf eine aktuelle rausgehende Kante halten, die mehrfach durch die Liste aller rausgehenden Kanten von diesem Knoten aus durchläuft während des Algorithmus. Auch das haben wir so abschätzen können, dass der Gesamtaufwand in diesem N mal M enthalten ist. Darum brauchen wir uns also alles nicht mehr zu kümmern. Das, was uns interessiert, sind die nicht saturierenden Push-Schritte. Das war auch bei der generischen Variante der Problembär. Kennen Sie noch das Wort Problembär? Ist schon ein paar Jahre her. Sagt Ihnen das was? Bär, B-E-B-E-R. Na, das war, als so ein Bär irgendwo über die Grenze gekommen ist und Sie erinnern sich dunkel. Okay. Ich bin mal gespannt, ob die Leute, die in 10 Jahren die Aufzeichnung sich anhören werden, dass sich da ebenfalls noch dran erinnern. Gut, also das ist hier unser Problem, Bär, die nicht saturierenden Push-Schritte. Und hier sehen Sie schon, hier ist jetzt der Einfluss von dem Excess-Scaling drin, von dieser permanenten Delta-Halbierung, von dieser wiederholten Delta-Halbierung. Ja? Groß U ist die größte aller Kapazitäten. Das ist am Anfang auf jeden Fall eine obere Schranke für den größten Überschuss bei der Initialisierung. Denn am Anfang bei der Initialisierung machen wir das ja so, dass wir die Kanten, die aus S rausführen, aus dem Startnoten rausführen, alle bis zum Anschlag füllen, mit dem Ergebnis, dass bei den Zielknoten dieser Kanten jeweils genau diese Kapazität als Überschuss vorliegt. Passt also. So, und Logarithmus von U kommt natürlich dadurch zustande. Wir haben das Delta ist in der Größenordnung von U am Anfang höchstens eine Zweierpotenz, höchstens die nächsthöhere Zweierpotenz. Und wenn wir jetzt einen Wert, der in der Größenordnung von groß U ist, wenn wir den sukzessive halbieren, wie oft halbieren wir den? Naja, logarithmisch häufig zur Basis 2. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass das mit den nicht saturierenden Push-Schritten hier tatsächlich zu diesem Aufwand führt. Also, sammeln wir nochmal. Wir haben einen Großteil der Arbeit schon beim generischen Preflow-Push-Algorithmus erledigt, nämlich, dass allgemein für jede Variante des Preflow-Push-Algorithmus, sofern sie noch unter den generischen Algorithmus fällt, dass die Anzahl der Relabel-Schritte trivialerweise nur n Quadrat groß sein kann, O von n Quadrat, weil die Labels nur 2n hoch werden können und natürlich größer gleich 0 sind und niemals reduziert werden, immer nur erhöht werden. So, und die saturierten Push-Schritte haben wir auch. So, jetzt kommt diese Argumentation mit der Datenstruktur. Wenn P die Anzahl der Push-Schritte ist, das habe ich hier, keine Ahnung warum, nochmal auseinander dividiert, die Gesamtzahl von sowohl saturierenden als auch nicht saturierenden Push-Schritten, das habe ich deshalb sicherlich auseinandergefiddelt, um das nochmal deutlich zu machen, dass es wirklich um alle Push-Schritte geht, egal ob die saturierenden oder nicht saturierenden. So, wenn das die Anzahl ist, jedes Mal bei einem Push-Schritt, haben wir eben gesagt, kann es passieren, dass der Array-Index um 1 zurückgeht. Das heißt, über alle Scaling-Phasen hinweg, egal wie, wenn Sie sich über den ganzen Verlauf des Algorithmus hin betrachten, dann kann es nur so häufig insgesamt einen Schritt zurückgeben in diesem Array. Deshalb kommt wieder dieses P hin.
Und das ist dieser zweite Teil, den ich gesagt habe. Abgesehen von den Rückschritten, jeweils um 1, gibt es nur Vorwärtsschritte, so groß wie es Distanzlabels geben kann. Die können höchstens 2n werden, also O von n. Und das kann, und es gibt einen Durchlauf in jeder Scaling-Phase. Ich verwende jetzt den Begriff, auch wenn er nur in der Bemerkung drin ist. Aber er ist jetzt für die Formulierung, denke ich, gut nützlich. Für jede Scaling-Phase, abgesehen von den Rückwärtsschritten, läuft der Algorithmus einmal von links nach rechts, von klein nach groß durchs Array durch. Und die Anzahl der Scaling-Schritte ist Logarithmus U. So. Jetzt haben wir auf der einen Seite die saturierenden Push-Schritte, die haben wir ja schon längst erledigt. Jetzt haben wir noch die nicht saturierenden Push-Schritte, die auch in P reingehen, einfließen, die wir jetzt bis jetzt noch nicht gebändigt haben von der Komplexität her, wie viele das eigentlich sind. Überlegen wir uns erst einmal, was wir zeigen müssen, um am Ende dieses Gesamtergebnis zu kriegen. Wir müssen zeigen, dass wir in jeder Scaling-Phase mit n Quadrat nicht saturierenden Push-Schritten zurechtkommen, dass das ausreicht, dass wir, egal wie wir den Algorithmus im Detail noch implementieren, wo wir noch die Freiheit, egal wie wir die Freiheitsgrade noch im Detail festlegen, die Freiheitsgrade, die abstrakte Beschreibung gelassen hat, egal was, es ist, es kommt, wir kommen in pro Scaling-Phase mit n Quadrat nicht saturierenden Push-Schritten hin und damit haben wir pro Scaling-Phase n Quadrat, genau das, was hier oben steht. So, jetzt kommt wieder das böse Wort Potentialfunktion in einer noch böseren Ausprägung als bisher. Sowohl beim generischen Preflow-Push-Algorithmus hatten wir eine Potentialfunktion, das war die Summe aller D-Werte aller aktiven Knoten. Bei der FIFO-Variante hatten wir eine Potentialfunktion, das war das Maximum aller D-Werte aller Potential aller aktiven Knoten. Jetzt haben wir eine deutlich kompliziertere Potentialfunktion. Ja, zum Abschluss dieses Themas denke ich, kann ich Ihnen eine leicht kompliziertere Potentialfunktion zumuten. Vielleicht noch mal ganz kurz: Was ist der Sinn und Zweck einer solchen Potentialfunktion? Wir stellen fest, dass so eine Potentialfunktion in einem gewissen Bereich variiert, also auf jeden Fall größer gleich 0. Das kann man schon mal sagen. Überschüsse sind größer gleich 0. D-Werte sind größer gleich 0. Delta ist größer gleich 0. Es ist alles größer gleich 0. So, also der untere Grenze des Rahmens, in dem sich der Wert dieser Potentialfunktion bewegt, ist 0. Der obere Wert, sehen Sie hier. Da die Überschüsse ja alle kleiner gleich Delta sind, ist für jeden Summanden hier EF von V geteilt durch Delta kleiner gleich 1. Das heißt, dieser Gesamtwert der Potentialfunktion kann höchstens Summe der D-Werte sein. Und damit haben wir schon wieder eine schöne Abschätzung. Und die Idee, gehen wir nochmal zurück. Also der Rahmen ist zwischen 0 und Summe aller D-Werte. Und diese D-Werte, jeder einzelne D-Wert kann höchstens 2n werden. Das heißt, was hier steht, es kann höchstens, der Wert der Potentialfunktion variiert zwischen 0 und 2n Quadrat, 2 mal n Quadrat. Und wir hatten die Argumentation immer so gehabt, eine gewisse Anzahl von Schritten erhöht den Wert der Potentialfunktion, eine gewisse Anzahl von Schritten vermindert das den Wert der Potentialfunktion. Am Ende kommt irgendein Wert bei raus. Wenn der Algorithmus zu Ende ist, gibt es einen gewissen Endwert, der in diesem Rahmen bleibt. Und das heißt, wir können die erhöhenden und die vermindernden Schritte gegeneinander bis auf die Rahmenbreite von unterer bis oberer Schranke gegeneinander abschätzen. So, alle Relabel-Schritte zusammen können die Potentialfunktion, ähnliche Argumentation wie bisher, höchstens erhöhen
um den Gesamtwert 2n². Denn jeder Relaisbeschritt erhöht den Summanden für diesen Knoten, damit die ganze Summe um höchstens den Wert, um den relabelt wurde. Und deshalb, da alle Relabel-Erhöhungswerte zusammengenommen höchstens 2n² werden können, kann auch sämtliche erhöhenden Effekte von allen Relabel-Steps zusammen höchstens 2n² sein. Diese Argumentation hatten wir schon mal. So, jetzt gucken wir uns die Push-Schritte an. Und da unterscheiden wir jetzt auch nicht, ob saturierend oder nicht. Jeder Push-Schritt vermindert den Wert von diesem Phi. Phi jetzt als griechischer Buchstabe, nicht V-I-E-H. Das ist jetzt keine saloppe Formulierung. Also dieses Groß-Phi. Ja, Groß-Phi ist auch wieder. Also der griechische Buchstabe Groß-Phi. So. Weil, auch hier wieder, wir schicken Fluss immer bergab von einem Knoten zu einem anderen Knoten, der genau eine Einheit geringeren D-Label hat. Das heißt also, die saturierenden Push-Schritte schieben die Potentialfunktion in dieselbe Richtung, nämlich vermindern sie. Das heißt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn es gar keine saturierenden Push-Schritte gibt. Dann erhöhen die Relabel-Schritte, die saturierenden Push-Schritte gibt es im schlimmsten Fall gar nicht, vermindern nicht, und nur die nicht saturierenden Push-Schritte vermindern. Und jetzt kommt es, dass wir immer große Schritte machen, nämlich mindestens immer Delta halbe an Überschuss weiterschicken. Und wenn wir mindestens Delta halbe an Überschuss weiterschicken, dann heißt es, dass diese Verminderung hier, diese Änderung hier, dadurch, dass wir von einem Knoten mit einem gewissen Distanzwert d einen Betrag von Überschuss hier zu einem nächsten Knoten schicken mit 1 weniger, vielleicht sollte ich das an der Tafel kurz klar machen, worum es geht. Mal gucken. Wir schicken Fluss von V nach W und wir schicken Fluss nur, wenn die Kante admissible ist. Das heißt also, dv ist gleich dw plus 1. So, und wie wirkt sich das aus? Mindestens Überschuss EF von V um mindestens Delta halbe verringert. Überschuss von W, wir machen immer große Push-Schritte, um mindestens Delta halbe erhöht. Und als Konsequenz haben wir daraus, nehme ich jetzt beide Summanden mal her, EF von V mal D von V durch Delta plus EF von W mal D von W durch Delta. Ich habe jetzt diese beiden Summanden aus der Summe herausgenommen, die zu V und zu W gehören. Ja, von hier V nach W, aus diesem Summanden zu diesem Summanden wird mindestens Delta halbe verschoben. Hier mit dem Delta, im Nenner skaliert. Das heißt, Phi, wie es dort im Wiki steht, um mindestens 1/2 wegen der Skalierung durch Delta vermindert. Ja? Also Sie sehen wieder ein schönes Beispiel dafür, diese Potentialfunktion fiel jetzt erstmal vom Himmel. Und
was vom Himmel fällt, sollte man fotografieren. So, ich rede gleich weiter. So, das fiel erst einmal vom Himmel. Sie sieht ganz komisch aus, diese Potentialfunktion. Aber Sie sehen, da haben irgendwelche klugen Leute, die das entwickelt haben, dran so lange rumgebastelt, bis diese Argumentation stimmt. Sie haben vermutlich erst einmal nur rumgebastelt mit der Summe Überschüsse mal D-Werte und haben festgestellt, das klappt nicht mit der Argumentation und sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, ich vermute mal, dass es so war. Naja, also sie haben hin und her gebastelt und haben festgestellt, dass es einfach nicht mit den Verminderungswerten hinkommt, wie sie sich das wünschen zur Abschätzung und haben festgestellt, naja, aber wenn wir das noch durch Delta skalieren, dann kommt plötzlich ein Halb stattdessen raus, statt dem, was vorher rauskam. Jetzt passt es auf einmal. Ja, also man hat sich die Potentialfunktion so hingebastelt, dass es passt. Man hatte eine grobe Idee ursprünglich. Was spielt bei der Potentialfunktion in diesem Fall eine Rolle? Mit den D-Werten, wie bei den bisher gesehenen Potentialfunktionen, hat man wahrscheinlich vermutlich mal angefangen, hat festgestellt, dass es nicht klar kommt, zumal man ja auch, wenn nur die D-Werte in der Potentialfunktion drinstehen, ja überhaupt nicht mit reingekommen ist, dass man nur große Push-Schritte macht. Und wenn man mit großen Push-Schritten macht, dann muss man irgendwie hier mit den Überschüssen reinkommen. So hat man rumgespielt. Aufgrund bisheriger Erfahrung hat sich angeboten, mal das Produkt zu bilden. Hat rumgespielt, ist nicht ganz zu Ende gekommen. Und dann hat man an dem, wo man stecken geblieben ist, gesehen, ach Mist, da ist nochmal ein Delta drin. Dieses Delta stört uns in der Abschätzung, wie viel sich das Phi vermindert wird. Aber das Delta können wir mit Gewalt rausnehmen, indem wir es schon in der Potentialfunktion eben als in den Nenner packen. Ja, also diese Dinge sind nicht so göttlichen oder wie auch immer Ursprungs, dass da jemand beim Schlafen eine Idee hatte, wie, Sie kennen die Geschichte mit dem Benzolring, mag sein, dass die gestimmt hat, weiß ich nicht, aber da steckt schon viel Frickelkram dahinter, was man so tatsächlich dann, wenn man sich das hinterher anschaut, durchaus nachvollziehen kann. Und das ist etwas, was, ich weiß nicht, wie weit das thematisiert wird im Mathematikbereich, ich vermute mal eher weniger, allein schon aus Zeitgründen, aber wenn man sich die Beweise genauer anguckt, dann kann man da tatsächlich so etwas wie verstehen. Nicht nur einfach zur Kenntnis nehmen, dass das jetzt die Aussage beweist, sondern man kann verstehen, ja, warum es die Aussage beweist. So. Also jeder Push-Schritt verringert Phi, diesem großen griechischen Buchstaben Phi, um ein Halb. Und damit kriegen wir raus, dass es nur insgesamt n Quadrat viele nicht saturierende Push-Schritte geben kann, weil jeder von ihnen ist um ein Halb reduziert. Die Gesamterhöhungen sind im Bereich n Quadrat. Jeder Einzelne ist konstant fest. Es kann insgesamt nur n Quadrat viele Verminderungen geben und damit sind wir fertig mit der Abschätzung. Hier ist nochmal, das hatte ich mehrfach gesagt, Potentialfunktionen sind ein generelles Konzept. Was ich am besten hier bei diesem Beispiel einführen lässt mit den verschiedenen Varianten von Preflow-Push-Algorithmen. So, wir sind mit MaxFlow fertig. Ich sehe Erleichterung in den Gesichtern. Gibt es hier konkret Fragen oder etwas? So, wir sind aber immer noch bei den Flüssen. Jetzt bei Min-Cost-Flow. Ein bisschen verringern. Verkleinern. So, Min-Cost-Flow geht jetzt einen Schritt weiter. Wir haben jetzt auch wieder Flüsse. Wir werden jetzt eine kleine Veränderung vornehmen dabei, die wir bisher nur angerissen haben, weil sie beim Max-Flow-Problem eher hinderlich ist, aber die hier jetzt durchaus adäquat ist, nämlich wir lassen nicht mehr allen Fluss von einem Startknoten zu einem Zielknoten fließen, sondern wir haben verschiedene Knoten mit verschiedenen Rollen im Netzwerk. Es gibt Knoten, die speisen was ein und es gibt Knoten, die greifen Fluss ab. Und das
ist nicht mehr zu maximieren, was da rein oder rausfließt, sondern das sind feste Werte, ja. Diverse Knoten, jeder Knoten, der Flusswert einspeist, speist einen gewissen Wert rein. Jeder Knoten, der Fluss abgreift, greift einen gewissen Wert ab. Und das sind Teil des Inputs. Das ist fest vorgegeben, daran ist nichts zu optimieren. So, jetzt haben wir auch wieder obere Schranken, Kapazitäten. Wir können genauso wie MaxFlow wieder untere Schranken haben, mit derselben Argumentation wie dort, können wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit davon ausgehen, dass alle unteren Kapazitätswerte, alle unteren Schranken für Flusswerte null sind, sodass wir also nur noch obere Schranken, die wir meistens Kapazitäten nennen, dabei haben. So, was wir aber jetzt zusätzlich haben, ist Kosten. Und zwar zu verstehen in dem Sinne, deshalb steht hier Unit Cost oder Cost Factor, jede Einheit von Fluss, die wir über eine Kante schicken, kostet uns ein gewisses Maß an Geld. Also es kostet uns nicht nur Kapazität, davon unabhängig kostet es uns wirklich Geld oder was auch immer das ist, was wir da zu investieren haben. Also meistens Geld eben. Und zwar, jede Einheit von Fluss über eine Kante A kostet uns C von A viel Euro oder Eurocent oder wie auch immer. Das heißt, die Kosten des Gesamtflusses, die über eine Kante fließt, ist diese Einheit C von A multipliziert mit der Anzahl der Einheiten, die über diese Kante fließen. Sodass wir also hier, gucken Sie mal kurz hier hin, die Gesamtkosten, die ein Fluss kostet, ist die Kosten, die überall für den Fluss, der über eine einzelne Kante geht, ist Anzahl der Flusseinheiten mal Kosten pro Flusseinheit. Ja? Sie erinnern sich aus der Physik, die Dimensionen müssen stimmen, die stimmen hier, Anzahl der Flusseinheiten mal Euro plus mal Euro geteilt durch Anzahl pro Flusseinheit ergibt Euro. Sodass also die Dimension von C von A Euro pro Flusseinheit ist und die Dimension von C von F vom Gesamtfluss ist eben Euro, was man bei Kosten ja schließlich haben möchte. So, jetzt habe ich von diesem Einspeisen und Abgreifen gesprochen. Das kann man kann natürlich unterscheiden. Es gibt die Knoten, die einspeisen, es gibt Knoten, die abgreifen, es gibt Knoten, die weder das eine noch das andere tun, sondern die nur Durchgangsknoten sind, wie beim MaxFlow-Problem. Aber man kann das Ganze auch ein bisschen eleganter fassen und sagen, wir haben keine Unterscheidung in drei Arten von Knoten, sondern alle Knoten sind gleich und jeder hat einen Balancewert. Die, bei denen der Balancewert, jetzt muss ich mal gucken, dass ich es richtig rum sage, ja, die, bei denen der Balancewert positiv ist, die sollen einen entsprechenden Betrag einspeisen. Die, bei denen der Balancewert negativ ist, die sollen einen entsprechenden Wert abgreifen. Und die, bei denen der Balancewert null ist, da soll eben Fluss einfach durchfließen, ohne dass da eingespeist oder abgegriffen wird. So, und das führt dann zu dieser Bedingung hier. Die Flusserhaltungsbedingung wird leicht variiert. Bei MaxFlow hatten wir nur Zwischenknoten, nur dafür eine Flusserhaltungsbedingung. Und da war es natürlich gleich null. Summe rausgehend gleich Summe reingehend. Oder anders gesagt, Summe rausgehend minus Summe reingehend gleich null. Hier kommen jetzt die Balancewerte ins Spiel. Summe rausgehender Flusswerte minus Summe reingehender Flusswerte soll exakt dem Balancewert sein. Und wenn der Balancewert positiv ist, fließt halt mehr raus ins Netzwerk hinein, als eben in diesen Knoten reinfließt. Und wenn die Summe negativ ist, ist es genau umgekehrt, es fließt mehr rein in diesen Knoten aus dem Netzwerk heraus, als eben aus diesem Knoten ins Netzwerk hineinfließt. Ja, jeder Knoten kann auch ein Zwischenknoten sein. Ein Teil des Flusses fließt aus diesem Knoten raus oder fließt in diesen Knoten rein. Und wenn beide Werte, die Summe rausgehend und auch die Summe reingehend, beide Werte größer 0 sind, heißt das,
Dieser Knoten fungiert auch für diesen Betraganfluss als Zwischenknoten, der einfach nur durchgeschleust wird. So, damit haben wir die Problemstellung im Prinzip schon geklärt. Wir wollen einen Fluss im Netzwerk haben. Wir haben wieder die Kapazitätsbedingungen zu erfüllen. Wir haben jetzt die modifizierten Flusserhaltungsbedingungen zu erfüllen. Und die Optimalität hat jetzt nichts mehr mit der Maximalität eines Flusses zu tun. Durch diese Balancewerte ist vorgegeben, wie viel Fluss durchfließen soll, weil einfach vorgegeben ist, bei jedem Knoten, der Fluss einspeist, wie viel da eingespeist werden soll. Und bei jedem Knoten, der Fluss abgreift, ist vorgegeben, wie viel da abgegriffen werden soll. Damit das Ganze überhaupt lösbar ist, damit eine Instanz, eine Eingabe überhaupt lösbar ist, muss die Gesamtsumme aller Balancewerte 0 sein. Das können Sie sich leicht überlegen, dass diese Summe aller Balancewerte 0 sein muss, sonst können Sie gleich sagen, sorry, diese Instanz ist nicht lösbar. Das können Sie sich leicht hier dran überlegen. Sie summieren einfach für sämtliche Knoten diese Bedingung auf. Ja, dann haben Sie rechts die Summe der Balancewerte, genau diesen Wert hier. Der steht dann rechts, wenn Sie die BV-Werte, die rechten Seiten dieser Gleichung, allesamt aufsummieren. Und wenn Sie die linken Seiten dieser Gleichung allesamt aufsummieren, dann beachten Sie, dass der Flusswert jeder einzelnen Kante zweimal auftritt in dieser Summe. Einmal positiv bei dem Knoten, aus dem diese Kante rausgeht, und einmal negativ bei dem Knoten, in den diese Kante hineinzeigt. Das heißt hier, also wenn Sie rechte Seiten aufsummieren über alle Knoten, dann summieren Sie natürlich auch die linken Seiten auf über alle Knoten. Und wenn jeder einzelne Summand einmal positiv und einmal negativ auftritt, dann ist die Gesamtsumme 0. Und dann haben Sie durch diese Aufsummation genau diese Bedingung raus. Oder andersrum gesagt, Sie können nicht für jeden einzelnen Knoten diese Bedingung simultan erhalten, wenn nicht diese Voraussetzung hier erfüllt ist. Ups, falsch. So. Gut. Ist damit die Problemstellung erstmal soweit klar? Eine kleine Variation des Max-Flow-Problems. Wir in der Mathematik sind wir ja, das ist ja durchaus auch Mathematik, ähnliche Lehrveranstaltungen mit einem kleinen Überlappungsgrad finden Sie ja auch im Fachbereich Mathematik, und ich selber habe das in meinem Mathematikstudium, also wirklich im Hauptfach Mathematik, kennengelernt, nicht in meinem Nebenfach Informatik. Also wir reden durchaus auch, es ist im Schnittbereich zwischen Mathematik und Informatik. So, warum rede ich davon? Weil wir in der Mathematik immer auch gewohnt sind, von dem Intuitiven abzuweichen und sagen, es kann ja auch negative Kostenfaktoren geben, es muss ja nicht alles immer positiv sein. Nullkosten können natürlich auch sein, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Es können auch negative Kostenfaktoren vorkommen. So, die stören uns aber dann bei den Algorithmen, deshalb wollen wir sie gleich wieder loswerden, nachdem wir festgestellt haben, sie können auch mal vorkommen. Und das können wir auch auf ganz einfache Art und Weise, können wir die loswerden. Wir schauen uns einfach jede Kante, die einen negativen Kostenfaktor hat. Also, was heißt negativer Kostenfaktor? Das heißt einen positiven Profit. Wenn wir Fluss über diese Kante schicken, dann zahlen wir nichts dafür, sondern wir kriegen was dafür. Ja, also, dass wir das loswerden wollen, hat natürlich nur methodische Gründe. Wir wollen es nicht wirklich loswerden, sondern wir wollen die Instanz nur so umbauen, dass wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit sagen können, alle Kostenfaktoren sind größer gleich 0. So, wir nehmen uns also jede einzelne Kante her, die einen Kostenfaktor kleiner 0 hat, und machen damit was. Vielleicht zeige ich das auch wieder an der Tafel. Wir modifizieren den Graphen, das sind Sie vom Max Flow her gewöhnt, dass wir auch mal den Graphen ein bisschen modifizieren, um ohne Einschränkung irgendwelche Voraussetzungen annehmen zu dürfen. So, wir drehen diese Kante um. Also hier merken wir uns erst einmal, wir haben eine Kante A, die hat eine obere Schranke für den Flusswert U von A, und wir haben einen C von A, kleiner 0. Hier bei V und W haben wir natürlich noch BV
und BW, diese Balancewerte, damit werden wir auch noch rumbasteln müssen. Und das Ganze ersetzen wir durch eine Kante, die genau umgedreht ist. Die nennen wir A'. Also haben wir eine obere Schranke A' und Kostenwert C von A'. Also hier setze ich mal rauf, das ist die Kante mit Namen A, das ist die Kante mit Namen A'. So, wie machen wir das? Die obere Schranke bleibt dieselbe, U von A. Dieser Wert wird übernommen einfach. Und der Kostenwert wird negiert. Hier kommt minus C von A hin. Und damit ist der Kostenwert größer gleich 0. Das haben wir also erreicht. Aber das reicht uns natürlich nicht. So einfach funktioniert das ja nun nicht. Eine Kante einfach umdrehen und den Kostenwert verdrehen, negieren. Können sich leicht Beispiel vorstellen, dass das natürlich von vorne bis hinten nicht mehr zusammenpasst. Und was heißt von vorne bis hinten? Das heißt von V nach W. Wir müssen uns noch was das mache ich in einem anderen Bild. Hier erst einmal die Konstruktion. Der BV-Wert ändert sich durch BV minus U von A. Der BW-Wert ändert sich auf BW, alter BW-Wert plus U von A. So, wie ändern wir jetzt den Fluss? Wenn wir jetzt in diesem neuen Netzwerk einen Fluss generieren, einen Fluss berechnen, ja, das können wir mit Algorithmen tun, die mit nicht negativen Kostenwerten klarkommen. Die Kostenwerte sind nicht negativ in diesem neuen Netzwerk. So, wenn ich jetzt so einen Flusswert f von A' berechnet habe, dann muss ich machen wir es mal so, das hier führt zu einem Flusswert f von A' und das wiederum führt zu einem Flusswert auf dieser ursprünglichen Kante von U von A minus F von A'. So. Das ist das Gesamtbild. Ja, wir starten mit dieser Kante, die von V nach W geht. Die Kante hat den Namen A. Drehen die um, das ist dann die Kante A'. Behalten die Kapazität, drehen, negieren die Kostenwert, manipulieren ein bisschen an den beiden Balancewerten, die betroffen sind. Dann berechnen wir in diesem so modifizierten Netzwerk, das machen wir natürlich nicht nur für die eine Kante, sondern für alle, dann haben wir nicht negative Kostenwerte, dann können wir Algorithmen anwenden, die mit nicht negativen Kostenwerten klarkommen, kriegen also einen Fluss raus und transformieren den so wieder dahin, indem wir einfach diesen rausbekommenen Flusswert abziehen von der Kapazität. Und wenn Sie sich das angucken, die Kapazitätsbeschränkungen sind eingehalten, denn dieser Flusswert f von A' muss ja zwischen 0 und U von A sein. Das ist ja auch im modifizierten Netzwerk die Kapazität dieser Kante. Die Kapazitätsbedingung ist dann natürlich eingehalten, wenn wir so einen Wert, der zwischen 0 und UA ist, von UA abziehen. Und die Flusserhaltungsbedingungen sind durch diese Modifikation an den einzelnen Knoten, an den beiden beteiligten Knoten auch gewährleistet. Dieser Fluss in dem modifizierten Netzwerk, der erfüllt die Flusserhaltungsbedingungen bezüglich dieser beiden Balancen hier links unten. Und wenn wir das umtransformieren, können Sie leicht sehen, wenn wir das für alle gleichzeitig dann auch machen, für alle solche Kanten, kommen wir dahin, dass der so modifizierte Flusswert U von A minus F von A', dass der bezüglich der ursprünglichen Balancewerte
wieder den Fluss wieder die Flusserhaltungsbedingungen erfüllt. Das, was ich hier angezeichnet habe für die Kante A, das muss natürlich, ist natürlich so zu verstehen, dass die Balance, bevor in dem modifizierten Flussnetzwerk tatsächlich ein Fluss berechnet wird, müssen die Balancewerte natürlich für alle inzidenten Kanten mit negativen Kosten so umgedreht, so entsprechend modifiziert werden. Von jedem von denen muss das U von A entsprechend abgezogen oder addiert werden. Und dann können Sie sich leicht an einem Beispiel auch klar machen, wenn Sie wollen, zur Überprüfung Ihres Verständnisses. Wenn wir dann diesen Fluss am Ende so transformieren, passt er auf die ursprünglichen Balancewerte hin, falls der hier unten rechts produzierte Fluss auf diese modifizierten Balancewerte passt. Also wenn Sie das nicht einsehen, machen Sie sich das einfach an einem Beispiel klar. Ich bin zuversichtlich, dass ein kleines Beispiel ausreicht, um wie üblich entweder, dass Sie es einsehen oder dass Sie feststellen, ups, da ist ein kleiner Fehler in dem, was der Weihe gesagt hat. Soll ja vorkommen. Gut. Damit haben wir das soweit geklärt, dass wir ohne Einschränkung nicht negative Kosten haben dürfen. Sie sehen, hier ist es schon mal vorausgesetzt. Diese Voraussetzung ist durchaus gerechtfertigt. So, gibt es Fragen zu dieser Problemstellung oder zu der Transformation von negativen Kostenwerten? Bitte? Warum man was macht? Ja, was heißt, nein, der Algorithmus kann nicht da alles durchstecken durch die Kanten mit negativen Kosten, weil er kann ja nicht eine einzelne Kante auf eine einzelne Kante Fluss packen. Weil er davor und danach sind ja, davor und danach sind ja auch Kanten und die haben potenziell positive Kostenwerte. Also so einfach ist das nicht zu sagen, so viel wie möglich Fluss auf die Kanten mit negativen Kostenwerten zu packen. Ich weiß nicht, was Ihnen für ein Algorithmus vorschwebt, der auf die Art und Weise, also die, wenn Sie eine, ja, nicht unbedingt, okay, gut, versuchen wir es. Okay, jetzt gehen wir aber abseits von der Problemstellung, wenn Sie solche Einschränkungen machen, dass alle Kanten gleich sind oder so. Ich meine, offensichtlich ist es nicht sinnvoll, so viel Fluss wie möglich über negative Kanten zu schicken, weil da kann man leicht ein Beispiel bauen. Okay, das muss man, diese Frage, warum es fehlschlägt, wenn negative Kantenkosten drin sind, diese Frage müssen wir uns natürlich angucken, wenn wir uns die Algorithmen anschauen. Aber ich kann vielleicht schon vorweg sagen, die Algorithmen schlagen nicht fehl in dem Sinne, sondern diese Kantenkosten werden zu Längen. Und wenn sie nicht negative Längen haben, dann können sie Dijkstra anwenden und sind schnell. Und wenn Sie negative Längen drin haben, dann können Sie Dijkstra nicht anwenden und sind langsam. Also, ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber wenn ich jetzt mal ganz kurz versuche zu rekapitulieren, wie die Algorithmen so aussehen, dann denke ich, man kann es auch mit negativen Kosten lösen, aber damit mit mehr Aufwand, mit mehr Komplexität. Ohne Garantie jetzt, dass diese Aussage stimmt, aber so auf den ersten Blick, glaube ich, stimmt die. Gut, weitere Fragen? Also vielleicht noch ganz kurz ein Beispiel dafür,
warum es nicht sinnvoll ist, möglichst viel Fluss über Kanten mit negativen Werten zu schicken. Ja, Sie haben hier minus 1 Kostenwert, Sie haben hier plus 3 und hier plus 1. Und da sehen Sie schon, das Beste, was Sie tun können, ist, so viel wie möglich Fluss unterwärts rumzuschicken, so wenig wie möglich Fluss oberwärts rumzuschicken, weil per Saldo bekommen Sie für jede, kostet Sie jede Flusseinheit, die Sie oben rumschicken, 2 Euro und jede Flusseinheit, die Sie unten rumschicken, kostet Sie nur 1 Euro, auch wenn oben die einzige negative Kante ist. Gut, dann kommen wir zum ersten Algorithmus. Da müssen wir mal wieder ein bisschen verkleinern. Dieser Algorithmus ist im Prinzip was ganz Einfaches von der Logik her. Und zwar folgendes. Dieser Algorithmus geht so vor, dass er beginnt mit einem zulässigen Fluss. Wie wir den berechnen, diesen ersten zulässigen Fluss, müssen wir noch sehen. Das heißt, die Kapazitätsbeschränkungen sind eingehalten und die Flusserhaltungsbedingungen mit diesen Balancewerten drin sind eingehalten, schon von Anfang an. Wie gesagt, wir müssen noch gucken, wie wir das berechnen. Wir gehen davon aus, dass es diesen Fluss, dass der gegeben ist. Wir gehen nur für einen Moment dafür aus, wir werden noch sehen, wie das geht. So. Was er jetzt macht, ist, schrittweise diesen Fluss zu verändern. Aus einem zulässigen Fluss wieder einen neuen zulässigen Fluss zu machen und dabei jedes Mal Kosten einzusparen. Ja, ein ganz offensichtliches, einfaches Prinzip. Wir müssen uns nur darüber unterhalten, was es bedeutet oder wie man das anstellen kann, Fluss so zu verändern, dass vor der Veränderung der Fluss zulässig war, dass dann hinterher der Fluss wieder zulässig ist. Das haben wir jetzt oft genug bei Max Flow gesehen, das muss irgendwas mit Faden zu tun haben. Aber bei den Faden von S nach T bei Max Flow war das so, dass sich natürlich die Flusswerte bei S und T verändert haben, größer geworden sind. Was nach S aus S rausgeflossen ist, ist größer geworden. Was nach T netto reingeflossen ist, ist größer geworden. Diese Situation haben wir jetzt aber nicht mehr. Wir haben keine Knoten S und T mehr, wo wir offen lassen, wie viel Fluss da raus oder da reinfließt. Wir haben alle Knoten, jeder Knoten hat einen Balancewert, bei dem festgelegt wird, wie viel da rausfließen soll, beziehungsweise wie viel da reinfließen soll, oder eben, dass weder raus noch reinfließen soll. So, also Pfade funktionieren nicht, denn ein Pfad hat einen Anfang und hat ein Ende. Und am Anfang wird der Fluss erhöht, der rausfließt, und am Ende wird der Fluss erhöht, der reinfließt. Das heißt also, wenn vor der Modifikation, wenn wir einen Fluss haben, bei dem die Flusserhaltungsbedingungen mit den Balancen erfüllt sind, und wir ziehen irgendwo einen Pfad und erhöhen darüber Fluss, dann sind sie an diesen beiden Endknoten, können sie nicht mehr erfüllt sein, die Flusserhaltungsbedingungen. Völlig unmöglich. Sie können nicht gleichzeitig vorher und hinterher erfüllt sein. Es sei denn, die Flusserhöhung ist 0, hat Höhe 0, aber das ist natürlich ein witzloser Fall. So, aber wir wissen jetzt, aus dem, wie ich es formuliert habe, sollte eigentlich schon langsam klar werden, wonach wir stattdessen zu suchen haben. Pfade haben einen Anfangs- und einen Endpunkt, habe ich gesagt. Glaube ich. Aber nicht jeder Pfad hat in dem Sinne einen Anfangs- und Endpunkt. Nämlich Zyklen haben keinen. Oder Anfangspunkt ist gleich Endpunkt. Aber es ist eigentlich egal, auf welchen Knoten wir auf einen Zyklen als Anfangs- oder Endpunkt wählen. Das ist einfach nur für die Notation, um den Zyklen aufzuschreiben. Aber er hat keine Bedeutung in der Realität, was der Anfangs- oder Endpunkt eines Zyklens ist. Also könnte man auf die Idee kommen, und das ist auch die richtige Idee, jetzt nicht entlang von Pfaden, sondern entlang von Zyklen den Fluss zu ändern. Und die Argumentation, die wir bei Max Flow schon hatten, dass die Flusserhaltungsbedingungen erfüllt bleiben, diese Argumentation greift jetzt hier auch. Und sie greift diesmal auch eben für Anfangs- und Endknoten, weil Anfangs- und Endknoten auf dem Zykel einfach eine Konvention sind. Man wählt irgendwas aus als Anfangs- und Endknoten, aber das hat nichts mit der Realität zu tun.
So, die Argumentation war diese, will ich noch mal kurz aufführen. Wir haben wieder, wie bei Max Flow, haben wir Zügel dann, die Kanten in Vorwärts- und in Rückwärtsrichtung enthalten dürfen. Und jetzt gucken wir uns die verschiedenen Situationen wieder an, die da auftreten können an einem Knoten. Es kann zwei Vorwärtskanten, eine Vorwärtskante und eine Rückwärtskante, zwei Rückwärtskanten und eine Rückwärtskante und eine Vorwärtskante. So, diese vier Fälle können auftreten. Und wenn wir jetzt sagen, okay, auf Vorwärtskanten erhöhen wir den Fluss um ein Epsilon, genau wie bei Max Flow mit dem flusserhöhenden Faden. Und auf Rückwärtskanten vermindern wir den Fluss um denselben Betrag Epsilon. Überall derselbe Wert Epsilon auf jeder Kante des Zykls. Hier ist was verkehrt. Danke. So. Dann ist überall die Flusserhaltungsbedingung erhalten. Weil Summe reinfließend minus Summe rausfließend bleibt an jedem Knoten ein gleicher Wert. Hier sehen Sie oben, beides wird um Epsilon erhöht, Summe reinfließend wie Summe rausfließend. Wenn vorher den Balancewert, die Differenz gleich dem Balancewert war, sehen Sie ja auch. Hier, wenn beide Rückwärtskanten sind, werden beide entsprechend um den Wert vermindert. Hier, wenn wir zwei reingehende Kanten haben, bei einer reingehenden Kante wird der Fluss um Epsilon erhöht, bei der anderen vermindert um dasselbe Epsilon, ergibt sich, dass die Summe reinfließender Flüsse gleich geblieben ist, einmal um Epsilon erhöht, einmal vermindert, und Summe rausfließender Flüsse ist sowieso nicht berührt. Und hier genau umgekehrt, in dem letzten Fall, die Summe der rausfließenden Flusswerte ist gerade ausbalanciert worden durch das eine Mal plus Epsilon, das andere Mal minus Epsilon. Und die reingehenden Flusswerte sind überhaupt nicht berührt worden. Die Flusserhaltungsbedingung ist in jedem dieser Fälle, wenn wir diese einfache Strategie verwenden, erfüllt. So, das schnell fotografieren. Gut. Also, machen wir das. So, unter welchen Umständen kriegen wir jetzt eine Kostenverminderung raus? Da nehmen wir uns einen Zykel her. Der sieht jetzt irgendwie aus, hat Vorwärts- und Rückwärtskanten drin. So, eine Vorwärtskante. Ich mal mal so, das soll die Orientierung des Zykels sein. Dann gibt es auch Rückwärtskanten. Irgendwie wild gestreut. So. Und wir erhöhen hier jeweils auf den Vorwärtskanten um Epsilon. Wir vermindern um Epsilon. Epsilon haben wir noch nicht festgelegt. So, wie verändert sich jetzt der Fluss, der Kostenwert dieses Flusses dadurch? Der vermindert sich so, das muss ich dann leider auf die nächste Tafel dann schreiben, da jetzt hier kein Platz mehr ist. So, was passiert, was für Kosten ergeben sich, wenn ich jetzt tatsächlich den Fluss auf so einem Zykel entsprechend verändere. Da nehme ich mir mal eine Kante A1 her, die eine Vorwärtskante ist, und eine Kante A2 her, die eine Rückwärtskante ist. Und was ich bekomme, ist für jede Vorwärtskante, wie diese Kante A1, bekomme ich plus Epsilon als Gesamtflusswert raus. Also als Epsilon mal C von A1 raus. Und was ich für die Rückwärtskante wie A2 rauskriege, ist
eine Verringerung des Fluss, der Flusswert wird um Epsilon verringert, also wird Flusswert multipliziert mit Kostenfaktor wird um minus Epsilon mal Kostenfaktor verringert. So, das über den ganzen Zykel hinweg. Das heißt, können Sie, oder warten Sie mal, das übernehme ich auf die andere Tafel nochmal, dieses Minus Epsilon und das Plus Epsilon. So, plus Epsilon mal Kostenwert von A1 minus Epsilon mal Kostenwert von A2 in diesem Beispiel. Und was wir insgesamt rauskriegen, ist Summe aller Vorwärtskanten A Epsilon von C mal C von A minus Summe aller Rückwärtskanten A Epsilon mal C von A. Ja? Für jede Vorwärtskante müssen wir Epsilon mal Epsilon Flusseinheiten, schicken wir mehr drüber, mal Kostenfaktor ergibt dieses Produkt und entsprechend bei den Rückwärtskanten. Jetzt kann ich das Epsilon rausnehmen aus der Summe. Ich habe nur noch die Vorwärtskanten A in der ersten Summe, C von A, und nur noch die Kostenwerte von Rückwärtskanten A, C von A. Ja? So, dieses Epsilon ist natürlich größer 0. Wenn wir insgesamt eine Verbesserung hinkriegen wollen, eine Reduzierung der Kosten, dann heißt es schlicht und einfach, dieser Term hier, dieser große Term, muss kleiner 0 sein. Ein Zykel negativer Länge, negativer Gesamtlänge, sollte Ihnen vertraut vorkommen. Sie sollten in der GDI2 Algorithmen gesehen haben, die in der Lage sind, einen Zykel negativer Gesamtlänge, wenn ich die Kostenwerte als Länge interpretiere, dann suche ich hier nicht einen Zykel mit negativen Gesamtkosten, sondern einen Zykel mit negativer Gesamtlänge. Und Sie kennen das aus dem Thema All Paths Shortest Path Algorithmen, dass Sie mit diesen Algorithmen, wie was immer Sie gesehen haben, Bellman-Ford oder Floyd-Warshall, dass Sie da jeweils am Ende, wenn es negative Zykel gibt, dann werden die erkannt und können auch rekonstruiert werden aus dem Ergebnis der kürzesten Pfadeberechnung. So, das ist der Algorithmus. Das heißt, der Algorithmus läuft so ab. Wäre es okay, das nochmal zu fotografieren jetzt? Ja. Das heißt, der Algorithmus läuft so ab. Wir beginnen mit einem zulässigen Fluss, der die Balancewerte wie auch die Kapazitäten einhält, und wir suchen uns immer in jeder Iteration, es ist eine Schleife wie immer, in jeder Iteration suchen wir uns einen Zykel negativer Länge bezüglich der Kostenwerte. Das ist jetzt noch nicht eine Stelle, wo wir ausnutzen, dass die Kostenwerte nicht negativ sind, denn teilweise nehmen wir ja die Kostenwerte hier sogar explizit negativ. Wir werden später Stellen finden, wo wir das ausnutzen. Wir suchen uns, also mit Bellman-Ford, Floyd-Warshall oder was auch immer, suchen wir uns in jeder Iteration einen Zykel mit negativen Kosten, erhöhen dabei auf diesem Zykel den Fluss, jetzt nicht um irgendein ganz kleines Epsilon, sondern wie wir das von MaxFlow her kennen, um den Betrag, den wir hier um den Betrag, der maximal möglich ist, also die kleinste residuale Kapazität von allen Kanten,
bei Vorwärtskanten eben die Differenz von Fluss zur oberen Schranke, bei Rückwärtskanten der Flusswert, wie immer. Und auf diese Art und Weise kriegen wir dann maximalen Profit raus, maximale Verringerung der Kosten. So, was machen wir, wenn wir keinen Zyklus negativer Kosten mehr finden? Dann behaupten wir, dass wir fertig sind. Und das ist zunächst mal eine Behauptung, dass wir dann einen optimalen Fluss, einen kostenminimalen Fluss gefunden haben. Ja? Es ist eine plausible Behauptung, wenn wir keine Kostenverbesserung mehr finden, dass wir dann optimale Kosten gefunden haben. Aber nichts ist so plausibel wie die Tatsache, in Anführungszeichen, dass sich die Sonne einmal in 24 Stunden um die Erde dreht. Nicht, wenn man ehrlich ist, wenn man es nicht wüsste, dass es anders ist, würde man das für selbstverständlich halten. Also Plausibilität ist kein Argument. Bitte? Ist doch so, oder? Man würde es für selbstverständlich halten. Also, Plausibilität ist kein Argument, wir müssen schon beweisen. So, gehen wir durch. Und dann haben wir natürlich noch eine Baustelle, nämlich wie kriegen wir den allerersten Fluss hin? Um die Baustelle werden wir uns dann auch zu kümmern haben. Ich sehe gerade, dass das hier auch falsch formuliert ist, also für heute überspringen wir das, muss ich noch schnell ändern. So, die Invariante ist, der Fluss ist zulässig und auch wir hier wieder, können Sie sich leicht überlegen, die Epsilons, von denen ich hier geredet habe, sind immer ganzzahlig. Das heißt also, können wir, wenn der Fluss vorher ganzzahlig war und die oberen Schranken sind alle ganzzahlig, dann ist das Epsilon natürlich auch ganzzahlig. Das heißt, der Fluss ist hinterher auch ganzzahlig. So, die Variante, also was in jeder Iteration passiert ist, dass der Fluss echt verringert wird. Und die Abbruchbedingung, wie ich eben gesagt habe, wenn wir keine negativen Zyklen mehr finden, dann behaupten wir sind fertig. So, was machen wir jetzt hier, wie ich eben gesagt habe? Finde einen Zyklus von negativen Kosten, sprich negativer Länge, wenn wir die Kostenfaktoren als Längen interpretieren, im residualen Netzwerk, wo wir immer leben, und so weit wie möglich, up to saturation, erhöhen wir den Fluss entlang dieses Zyklus. Das heißt, wir wählen das Epsilon, um diesen Wert, um den wir den Fluss erhöhen, so groß wie möglich. So, wie finden wir den Zyklus von negativen Kosten? Wir lassen, wie ich es eben skizziert habe, All Pair Shortest Path, einen dieser Algorithmen, die Sie kennengelernt haben, laufen auf dem residualen Netzwerk. Für jede Kante VW haben wir einerseits eine Kante VW, wenn die Kante selber im residualen Netzwerk ist, haben wir eine Kante mit positiven Kosten, sprich Länge, und für rückwärts eben mit negativen Kosten. Genau nach unserem Muster, dass wir den Fluss erhöhen wollen auf Vorwärtskanten, den Fluss vermindern wollen auf Rückwärtskanten, und die Gesamtkostenänderung ergibt sich dadurch, dass wir eben auf den Vorwärtskanten die Kosten addieren und auf den Rückwärtskanten die Kosten subtrahieren. So, wir kriegen dann raus, dass wir entweder einen negativen Zyklus finden oder kürzeste Pfade tatsächlich rauskriegen, wenn es keinen negativen Zyklus gibt. So, und Sie wissen, wie wir den negativen Zyklus finden, nämlich wir gucken uns bei der Ausgabematrix die Hauptdiagonale an, wo wir die Distanz von jedem Knoten zu sich selbst haben. Wenn es einen negativen Zyklus gibt, dann tritt er dadurch in eine Entscheidung, dass die Knoten auf diesem negativen Zyklus alle eine Distanz kleiner 0 zu sich selbst haben. Das heißt, wenn man von diesem Knoten über diesen negativen Zyklus wieder zu diesem Knoten läuft, hat man insgesamt eine Distanz kleiner 0 durchlaufen. Und dann rekonstruieren wir den negativen Zyklus. Das finden Sie bei der Zusammensammlung von Thema kürzeste Pfade, bei der Sammlungsseite für kürzeste Pfade kriegen Sie das nochmal aufgeführt im WG, wie das
wie das tatsächlich dann zu rekonstruieren ist. Das haben Sie sicherlich wahrscheinlich auch schon mal in der GD2 gesehen. So, ich möchte an dieser Stelle jetzt Schluss machen, nur mit dem Video und mit der Vorlesung.